Damit recht herzlich willkommen hier zurück zu Alien Isolation. Haltestelle für Sakristo bei Krankenstationen und Sixen Synthetics. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Ist super. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Dann bin ich gleich tot, sehe ich gerade. Haben wir noch Medikit? Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ja, alles gut. Ich muss mich erstmal heilen, Kollege. Und jetzt schnell mal Batterien wechseln und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier. Erstmal muss ich ganz kurz meine Facecam anpassen. Die sitzt gerade sehr merkwürdig. So, jetzt ist besser. Jetzt sitzt die Facecam wieder. Okay, bevor wir jetzt hier hochlaufen, erstmal schnell speichern. Yep. Alles klar. Ja, kein Problem. Tür verschlossen und hier komme ich nicht rein, so wie es aussieht. Okay, jetzt sind wir wieder hier auf der anderen Seite. Jetzt die Frage. Wo müssen wir hin? Achso, das wart ihr, okay. Ach, hier hinten ist eine offene Tür, okay. Okay, das Ziel ist auch direkt voraus. Hier haben wir eine Karte, okay, wir müssen zur Krankenstation. Oh, sehr schön. Sie, hey Sie, brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Alles klar, danke. Na los. Ist ja gut, ich bin hier auf dem Weg. Ich bin hier auf dem Weg. Was hast du denn, Freundchen? Dass du so einen Stress machen musst, hä? Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Was denn für ein Lüftungsschacht? Erstmal umgucken. Freundlich, danke.
Okay, hier ist nichts zu sehen. Ist hier irgendwas? Nee. Er kommt doch ganz klar, wer das Alien. Ich kenne doch die Stelle. Das sieht doch. Sieht mir doch stark nach Alien aus. Da sitzt einer. Ich bin Coleman. Ripley. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Mollys Büro. Okay, machen wir das doch mal. Wer ist sonst noch was rumliegen? Notfallüberbrückung. Können wir gerne machen. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Schön, hier oben schon wieder was. Was ist denn das? Das hier und das hier. Sie sind da. Das ist Mollys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Theoretisch. Sprengkapsel, okay. Sevastolin, kann man ja irgendwas, was uns helfen könnte? Privat, Medikamentenmangel? Okay, und zureichend. Haben Sie den Zugangscode gefunden? 1702. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie. Okay, 1702. Hallo. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Oh nein. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Ich glaube, das Alien ist da. Ich glaube... Oh, mein Auge dreht jetzt schon wieder. Ich verstehe es gar nicht. Das Alien ist da. Oh, ey.
Ja, das Alien ist da. Scheiße. Strom wiederherstellen, sein Mist. Ah, kacke. Warte mal, wenn es jetzt hier hinten ist. Soll ich hinten lang gelatscht, das heißt, es kommt. Es ist jetzt hinten in dem Bereich und wir müssen hier auch runter. Es kommt zurück. Nach rechts weiter. Links vor uns. Scheint es hier drin in dem Raum zu sein, ja, da ist es. Alter, dieses Kackvieh. Wenn ich es da hinten, seht ihr diesen kleinen Raum da hinten? Wenn ich sehe, dass es dort durchlatscht, können wir weiter. Aber wenn es weiter zu mir kommt, dann mal ein Problem. Ich glaube, es kommt wieder. Wenn ich aufs Radar gucke. Jetzt ist es weg. 82 Meter. 80? Wo ist es gerade? Hier hinten ist es toll. Wir müssen nur noch um die Kurve rum. Theoretisch müssen wir es jetzt gleich, wenn es weiter nach rechts läuft, da vorne sehen, ja. Wenn es jetzt weiter geht, schleunigst du wieder rein in den Schrank. Ah! Geht mir das schon wieder auf die Nerven, ey. Die Krankenstation gefällt mir jetzt schon nicht, ey. Wo ist denn das jetzt? Hier gibt es ja anscheinend keinen Zutritt von hier durch. Wie kommt denn das dann darüber? Wir müssen bloß nach hier unten, ey.
Lecken, wo ist es? N702 war das doch, oder? Ich hab's vergessen. Verflucht. War das 1702 oder? War hier irgendwas? Nostromolox ist hier irgendwas vermerkt. Vermisste Person. Hier ist Williams. Frau Williams. Meter, das ist eigentlich direkt vor uns. Gibt es in dem Raum einen Speicherpunkt? Natürlich nicht. Das hängt in den Lüftungsschächten ab. Das ist ein Mistvieh. Ey, das bewegt sich so rasend schnell, ne? Sie ist genau da, wo wir rein müssen. Das Ding ja.
A29, C21 und A26. Ah, leck mich da hinten. Alter, jetzt ist es direkt neben mir. Was soll ich denn jetzt machen, ey? Oh. Es entfernt sich wieder. Nein, man frei, du. Dann würde ich aber sagen, ich versuche noch irgendwie zu speichern. Och, mein Auge tränt, ist unglaublich. Ich versuche noch irgendwie zu speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.